Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22. Ja, zu unserer zweiten Folge LU Morgenstern. Und ja, jetzt geht's los. Wir sind endlich am Feld angekommen. Wir sind am Dreschen. Wir beginnen mit den Haferdrosch. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch freuen. An die neuen, lasst ein Abo da. Und ja, lasst einen netten Kommentar da, ne? Ja, wir haben es endlich mal nach Ewigkeiten geschafft, am Feld anzukommen. Wir machen jetzt mal ein bisschen. Ja, wir fangen an zu dreschen, dann holen wir nicht an den Trecker. Mit dem Trecker sollten wir ein bisschen schneller hier sein, der fährt ja ein bisschen zügiger. Der fährt ja nicht um 32. Nun sieht man erstmal, wie groß die Felder eigentlich sind. Ne? Sie sehen auf der Karte so klein aus. Aber wenn man dann erstmal drauf ist, dann weiß man auch, warum im Menü die großen Fahrzeuge drin sind. Ne? Aber egal. Okay, wir brauchen ungefähr mehr so 2-3 Folgen, denke ich mal, pro Feld brauchen. Zumindest je nachdem, was wir machen. Düngen vielleicht nicht gerade, aber Ernten. Gerade wenn es ja immer so Richtung Rüben, Kartoffeln, Karotten und sowas geht. Das wird natürlich ein bisschen länger dauern. Aber was soll's. Aber wenn jetzt ein paar Minuten oder so eine Weile hier auf der Karte drauf ist, muss man ganz ehrlich sagen, und Vierfachkarten haben doch schon was, ne? Hier sind wir auf jeden Fall sehr gut beschäftigt. Versuchen natürlich auch immer so gut wie alles runter zu bekommen. Wir wollen ja zufriedenstellende Kunden haben. Aber wer solche Karten im Singleplayer spielt, der ist echt verrückt. Ich meine, jetzt so als LU geht es ja noch. Aber wenn man die Karte bewirtschaften will im Singleplayer, heilige Scheiße. Obwohl, ich würde es trotzdem machen. Leider Gottes sind wir ja auch so bekloppt. Obwohl, wie gesagt, ich würde sogar hier ganz gerne eigentlich mit 2-3 Leuten spielen, aber das geht natürlich nur mit Leuten, die auf dem PC spielen. Und vor allem mit Leuten, die man, auf die man sich verlassen kann, ne? Wie gesagt, Mods sind ja nicht das Problem, soweit ich natürlich nur Mods aus Mod habe. Und die Mods, die ich von Marlene und ihr Team habt, die kann ich ja rausnehmen. Das sind ja nicht so viele. Und aktuell haben wir auch nur den John Deere, den kann man dann austauschen. Gegen einen anderen John Deere. Ansonsten habe ich ja nur die ganzen Standardsachen hier in Benutzung bisher.
ein paar Bildchen wieder machen. Denn auch auf Facebook und Instagram will ich wieder jetzt mehr Beiträge hochladen. Denn die beiden Seiten habe ich ganz schön vernachlässigt und da sind wir ja auch immer zu erreichen. Also wer uns kontaktieren will, Facebook, Instagram ist ja auch unten in der Videobeschreibung drin. Dort sind ja auch zum Beispiel die Partnerlinks oder Partnerlink für Giants drin. Also wer sich was vom LS kaufen will, kann das gerne über die Links machen. Damit unterstützt er mich ein bisschen. Natürlich kein Zwang, aber wer halt direkt was über Giants kaufen will, kann natürlich das natürlich ganz gerne mit den Namen Borussia machen. Das jetzt so sieht, bräuchte man doch schon eigentlich die großen Drescher oder man bräuchte zwei, ne? Da muss man auch zu zweit auf der Karte sein, wenn man nicht mit zwei Dreschern arbeiten will. Ich meine, ich hab da ja Egon sitzt ja auf dem Beifahrersitz, aber Egon will nicht arbeiten. Der hätte schon mal den Trecker jagen können, ne? Aber ich denke mal, wenn wir vorne das Gewinde, Vorgewinde fertig haben, dann könnte man zur Not den Helfer gerade hoch und runter fahren lassen. Ich meine, einige Felder lassen es ja zu, doch den Helfer fahren zu lassen. Eigentlich viele Felder. Das Vorgewinde müssen wir jetzt mal alleine machen. Wir werden auch jetzt kein markenspezifisches LU sein, also ich kaufe das, worauf ich Lust habe. Hier hätte ich den Dings hinstellen können, ne? Schneidewechsel nach da oben an der Straße geht's ja auch. Steht da gerade ein Auto? Die sind doch alle durchgekommen vorhin. Jetzt sind weg. Der hat aber schon gegen das Rad gepinkelt. Die Sau. Steht schon wieder einer. Der Anhänger steht da, oder habe ich den jetzt beim Runterziehen bis hier rüber gezogen? Das kann natürlich sein. Da müssen wir den hier nochmal ein bisschen reinschieben. Bevor hier ein kilometerlanger Stau ist. Jetzt schon 10 Minuten rum und ich bin noch nicht mal außen rum. Das ist dann natürlich schon hart. Warte mal, wir stellen mal den Verkehr für ein paar Minuten aus. Speichern ist immer wichtig.
Ziehen wir den Träger mal ein Stück zur Seite und dann stellen wir den Verkehr wieder ein. Also Sache steht am Arsch ein bisschen auf der Straße. Bestimmt sind wir ein bisschen zügig unterwegs. Was ich jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für die liebe Marleen. Also das LU-Dings werden wir auf jeden Fall auch mal zwischendurch streamen. Weil da machen wir ja wirklich nur Mission. Das könnte man zwischendurch auch ruhig mal auf Twitch, TikTok streamen. Vielleicht auch mal wieder auf YouTube mal gucken. Ja, aber die sind schon wirklich ein bisschen schneller unterwegs. Ja gut, er fährt doppelt so schnell wie der Drescher, ne? Aber es macht auf jeden Fall Lust auf mehr, das Projekt. Wie gesagt, wer solche schönen Mods in Action sehen will. Da oben steht der Name. Einfach mal bei der lieben Marleen mal vorbeischauen. Ob auf Twitch und auf YouTube. Da ist eine ganze breite Palette von diesen Fahrzeugen im Einsatz. Und Support ist ja kein Wort, ne? Und sich ein bisschen gegenseitig unterstützen ja auch nicht. Für die Aufnahme muss ich unbedingt noch ein bisschen mal GEMA-freie Musik reinmachen, dass man im Hintergrund ein bisschen was dudeln hat, ne? Muss ich mal nachgucken, für hier irgendwas ein bisschen im Hintergrund laufen haben denn. Nur passt auf, bis wir da sind, sollte der Tank voll sein bei Ihnen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir hier zwei Drescher rein im Anhänger eigentlich auch, ne?
Rap-Musik gemacht. Ja, sind wir schon gleich da. Sehr schön. Aber die Hupe ist geil. Jetzt. Sind wir doch schon. Komm, schnell, wir sollen jetzt gleich hier rüberziehen und dann kann der Verkehr wieder annähern. Ich glaube, ich werde mir mal Einträge wirklich nehmen, dass Einträge separater Schneidweg sieht. Weil dann kann ich das immer gleich an der Seite irgendwo hinstellen, vernünftig. Und dann sollte es ja auch nicht so Probleme geben mit dem Verkehr. Mal gucken, vielleicht werden wir in der nächsten Folge schon mehr mit Cursley arbeiten. Ich muss mir da jetzt unbedingt mal ein paar Videos angucken, weil ich komme damit immer noch nicht so klar. Ich kriege zwar mittlerweile schon ein bisschen was eingestellt, aber auf der Bantico klappt das irgendwie vorne und hinten nicht so wirklich. Und dann werden wir hier den nächsten nur noch mit Cursley den Helfer fahren lassen. Dann vielleicht Autodrive dazu. Dann sollten wir eigentlich ganz gut vorwärts kommen hier. Gut, ich glaube, das Feld sollten wir fast in den Anhänger reinkriegen hier. Ja. Na doch, nicht ganz. Einmal müssen wir wohl wegfahren.
Na, zwei, drei Stöckchen rein. Dann passt das. Aber gut, meine Freunde, damit sind wir am Ende von der zweiten Folge angekommen. Wenn es euch gefällt, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Lasst einen Kommentar da an die neuen, lasst ein Abo da, teilt das Video gerne weiter und damit bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.